Hallo, herzlich willkommen, grüß euch zu einem neuen Video von uns. Ihr seht schon, es ist zwar noch Februar, aber langsam kommt der Frühling. Gehen tut es jetzt um die Fortsetzung unserer TubeChick-Serie. Wir haben ja schon ein Tutorial gemacht drüber. Und diesmal sind wir jetzt in der Praxis am Wasser. Ich bin schon ganz gespannt, aufgeregt wie immer vom Fischen. Wir haben TubeChicks mit, alle unsere Farben. Ich habe es da in der Originalverpackung zum Herzhang für euch mit. Und ich freue mich wahnsinnig, damit ich das euch jetzt demonstrieren kann und euch das einmal sagen kann und den einen oder anderen Tipp gibt. Und wir schauen, was passiert. Haltet mir die Daumen, dickes Petri Heil und danke fürs Einschalten. Also das Erste, was wir natürlich einmal machen müssen, ist zum einen einen Tube-Chick kaufen, zum zweiten einen Hagel dazu, zum dritten brauchen wir Ruten, ein Wasser, Boot, alles ist da. Was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt einmal meine Ruten und sage euch einmal, wie man einen Tube-Chick richtig riggt. Wir haben schon gesprochen darüber, dass es viele verschiedene Arten gibt, den zu riggen. Ich liebe es mit unseren Haken. Ich habe da jetzt jeweils drei Stück einpackt in das Sackerl von unseren Haken, die wir gegossen haben. An denen wirklich der große Vorteil ist, dass sie ultra stark und ultra scharf sind. Und sowas für Tube-Chicks werdet ihr in Europa nicht finden. Ich halte das jetzt einmal in die Kamera. Das ist wirklich feinste Sahne, auch der Guss, das sitzt alles fest, das ist wirklich top. Wie riggt man so einen Tube-Chick jetzt? Ich habe da mir ein ganz Sackerl hergerichtet mit ungefähr 7 Kilo Tube-Chicks. Nein, ich liebe die Dinger, ich gebe es zu. So, wir sehen, das Wasser ist relativ grün. Ich entscheide mich jetzt einmal für die Farbe. Es gibt da gute Zander. Und das ist auch das Ziel heute, dass man vielleicht einen Zander überlisten oder was auch immer anbeißen mag. Das ist jetzt die Farbe FPS von uns. Ich nehme da jetzt einen Tube-Chick aus. Ja, und habe jetzt da quasi den Tube. Und da den richtigen Haken dazu. Ich nehme heute, ich fange einmal mit 4 Gramm an, geben tut es die Haken in 4, 7 und 10 Gramm. Ich nehme jetzt einmal 4 Gramm, weil ich einfach langsam fischen will. Das Wasser ist noch relativ kalt und ich werde versuchen, die Fischchen so zu animieren, so langsam als möglich zu animieren. Desto wärmer die Jahreszeit, desto mehr können wir in das Freestyle gehen, in das brachiale Fischen, aber wir werden schauen. So, ihr entscheidet jetzt selbst, welche Seiten oben ist, ihr könnt den auch verkehrt montieren, das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass der Korpus, der Bleikorpus, in die Tube geschoben wird. Das heißt, ich mache das immer noch, ich weiß, aber dann rutscht das Ganze einfach besser. Ihr führt es dann von hinten ein, passt auf, dass nicht die Fransen mit reinschiebt, die sollen wirklich draußen sein und die sollen sich auch schön legen, was bei unseren Tubes absolut geil ist, weil die ja auch Druckgussverfahren sind. Und ihr seht dann da, wie die Ösen vier schiebt, ganz bis ansteht, ja, dann seht ihr, dass das perfekt passt. Und wenn euch dann die Köderstellung passt, ich habe es jetzt so genommen, wie es vorgesehen ist, ganz klassisch, druckt ihr einfach mit beiden Fingern die Ösen durch. Voilà! Und die Ösen schaut aus, sie einhängen, fischen, fertig. Unkomplizierter Köder, total geil. Freestyle Fishing, mein Lieblingsding. Ja, dann werden wir das Ding einmal ködern und schauen, was passiert. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir die Fische da finden und suchen. Wenn wir da mal die ganze Kanten abtreiben, was auch wichtig ist, es tragt uns quasi mit dem Wind auf den Köder zu. Es ist nicht immer dienlich in der Antrieb zwischen. Aber das macht nichts, wir schauen jetzt einmal. Wir werden auch da drüben das Ufer uns anschauen, ob da was steht an der Kante. Vielleicht finden wir da was. Schauen wir mal. Versuche jetzt wirklich mit ganz relativ zarter Aktion da den Köder zu animieren, dass das Ding nicht zu viel Wind und Wirbel macht. Und mal schauen. Grundsätzlich heute auch immer am Gewässer meistens die Grundaktivität für ganz entscheidend. Es ist egal, ob jetzt in einem Fluss oder in einem See angeln. Wenn ich sehe, die Fische steigen jetzt nicht oder sind eher lethargisch. Es ist überhaupt keine Aktivität am Wasser. Gerade dann versuche ich eher Köder oder Präsentationen, die nicht zu sehr aggressiv sind. Was auch wichtig ist, Tube-Chicks sind auch wirklich geile Hechtköder. Es gibt da Musky-Tubes und so weiter, also das darf man wirklich nicht unterschätzen, das Ding. Und beim Hecht werden wir dann uns die Köderführung auch noch anschauen. Was beim Hecht nämlich ist, ist, dass man den Köder wirklich massiv
also vehement stärker führen kann. Und da habe ich einen eigenen Stil kreiert, ein bisschen, nämlich dieses sogenannte Side-Jigging. Das heißt, wenn ich den von der Seite animiere, den Köder, ja, dann bringe ich viel mehr Zupf zusammen, als wenn ich mit der Rute gerade fische. Das ist einfach, und physikalisch zu erklären, ich habe einfach mehr Radius. Das heißt, wenn ich von der Seite fische und in die Seite schicke, das heißt, ich schmeiße jetzt den Köder da mal zum Demonstrieren, da hinter mich, setze mich wieder hin und fische jetzt in die Seiten. Das heißt, ich schicke jetzt quasi von rechts nach links und ich habe diesen ganzen Spülradius. Ja, und das kann ich nach oben natürlich nicht machen, weil man da quasi zum Heften dann der Platz bzw. der Weg fällt. Und diese Side-Jigging, und da könnt ihr ganz schnell fischen. Für den Hecht kann das so ausschauen. Ja, total unrhythmisch zum Beispiel. Das kann man alles machen. Ihr müsst es probieren, da könnt ihr üben. Ihr könnt aber nichts falsch machen. Ihr braucht keine Angst haben mit dem Köder. Der ist so experimentierfreudig, wie man mit dem Köder sein kann. Kann man mit nichts, außer mit unserem Striker Shadow. Das sind die zwei Köder, die ich wirklich favorisiere. Ich sehe da drüben jetzt gerade ein paar Köderfischer am Rand. Da irgendwas suchen. Vielleicht steht da was neben. Schauen wir mal, das den jetzt wirklich nur hupfen. Und da ist er. Habt ihr das gesehen? Hab Köderfisch gesehen, hab umgeschmissen und was ist da? Ein wunderschöner Zahn da, Alter, geil ist er. Schau, wie er beutelt. So geht Tube-Jig-Fischen, Freunde. Das ist einfach nur geil, ich sag's euch. Richtig fett. Ich habe jetzt da ein paar Rotfedern gesehen und da ist er. Und Shane ist er auch noch. Und hat nicht lang gedauert. Und wisst ihr, was noch geil ist? Es gibt keine Scheißereien mit irgendwelchen Drillinge oder sonst was, der hängt immer am Einzelhaken. Eine in Kescher, Petri Heil, so geht es. Vorpass gesucht, gesagt, passt, sitzt, pickt und ist schon da. So muss es sein, das ist nämlich gar kein schlechter. Für den Start, oder? Also ich hätte gesagt, ich hätte schon Schlimmeres gesehen. Aber das Fischerl ist gar nicht so ohne. Das ist nämlich ein schöner Fisch. Jo. Der passt einmal zum Auffangen. Siehst du das? Also, Tube Jigs, Fishing Profi, ich sag's euch Jungs und Mädels vor allem. Es freut mich, es fischen ja immer mehr Frauen. Das ist ja auch was, was mir wirklich irrsinnig taugt. Komm her, Schatzi, ich tue dir nichts, komm her. Komm her. Jo, ist schon gut. Da ist er. So schaut das aus. Live Biss, Fishing Profi, Zander. Umgeschmissen, Köderfisch gesehen, recht habe ich gehabt. Bitte. Hängen und abgeben und zurück. Danke, Thomas. Lustig. Und schaut her jetzt, wie krass das ist. Der klemmt nämlich, der hängt nämlich nicht einmal. Der drückt so zu, der hängt gar nicht. Der haltet meinen Hagel, weil er so zu macht. Na, mach auf einmal. Habt ihr gesehen? Der ist nicht einmal gehängt. Der hat nur den Haken gehalten, weil er so zupresst hat. So, Spazi. Und jetzt gehst du wieder schwimmen. So. Und ab mit dir. Tschüss. So geht Tube-Jig-Fischen. Ist das nicht geil? 4 Gramm, ich hab's gesagt. So, wir machen weiter. Farb passt anscheinend. Mein Farbgefühl hat mich nicht verlassen. Ja, schauen wir um den nächsten. Halt's mir die Daumen. So, und jetzt da möchte ich euch nur was sagen. Das ist eben der besagte Haken von mir. Der ist wirklich bombenscharf. Und wir haben ewig lang gesucht, weil ich war ewig lang unzufrieden mit diesen ganzen Haken, die da irgendwie angeboten werden in Korrelation mit Tube-Jig-Kopfformen. Ja, und da hat es nie was Gescheites gegeben, das birgst alles auf und so weiter. Und die Haken von uns, die Fishing-Profi-Papageienschnäbel oder Greifer, wie wir auch sagen, sind wirklich eine absolute Bank. Das ist eine mega Qualität, kein China-Haken, ich sage es euch, ist ein koreanischer Haken, darf ich sagen. Und ist wirklich ein Hammer. Auch wenn ihr einmal einen Waller oder irgendwas fangt, da könnt ihr euch verlassen drauf. Das ist ein geiler Haken. Das ist absolut super. Jetzt schauen wir weiter. Vielleicht erwischen wir einen guten Zahn. Pass auf. Hauen wir mal da drüben ins Gebüsch, ins Gemüse. So, wir sind weiter am Suchen. Es braucht sich jetzt aber nicht jeder von euch da irgendwie schrecken wegen Freestyle-Fishing, bla bla bla. Ihr könnt die Köder auch super faulenzen. Der Thomas hat das im in einem vorigen Video oder so hat er das gut demonstriert oder den Striker Shade faul glänzt. Was manchmal wirklich super ist, es kommt immer darauf an, wie die Fische unten drauf sind. Das heißt, es gibt keine Universalformel. Ich persönlich habe halt die Vorliebe gern dieses sportliche Fischen oder wie auch immer. Wobei ich aber auch ehrlichkeitshalber sagen muss, dass das oft nicht so gegangen ist und andere, die vielleicht
resoluter oder ruhiger gefischt haben, dann mehr gefangen haben. Das muss man einfach sagen. Aber das bleibt euch selber überlassen, wie ihr die Köder einsetzt. Aber ihr kennt die natürlich auch vertikal fischen, ihr kennt die Faulenzen oder aber auch, so wie ich jetzt da, Freestyle fischen. Im Grunde ist ja alles Freestyle. Von daher, um dem Köder jetzt einmal da gebührend quasi, so ich wirf da jetzt mit der Kante ein bisschen da ums Eck, um dem Köder jetzt da nicht unrecht zu tun. Also der Köder kann wirklich alles. Und das heißt ja eben Freestyle, weil du kannst mit dem nichts falsch machen. Es ist wurscht, wie du den jetzt zupfst oder chickst oder was auch immer, er bringt Fisch. Wenn du dann Erfahrungen gesammelt hast mit dem Ding, dass du weißt, okay, oder überhaupt tagesspezifisch zum Beispiel, wenn du weißt, heute funktioniert der Stil, heute glaubst du, hast es erfunden, dann hast du genau das draußen und das macht das Fischen aber auch so spannend. Und das ist auch das, was mich so interessiert daran. Weil du wirklich so variieren kannst. Das ist einfach schön. Du kannst den auch nur ankurbeln, liegen lassen, das kannst du auch machen. Du kannst alles tun damit. Es gibt kein Falsch und Richtig und das ist das Schöne. Deswegen noch einmal meine Bitte, tut es euch nicht fürchten. Probiert es, schaut euch das an, geht wohin, wo Fisch drin sind, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und übt es, probiert es und ihr werdet sehen, ihr werdet das Ding lieben. So, was ich euch jetzt noch sagen möchte, was zwischendrin jetzt, was wirklich wunderbar ist an die Jobchicks. Ihr könnt es wirklich fantastisch mit Lockstoffen arbeiten. Es ist ja so, dass unsere Köder sowieso mit im Gussverfahren jetzt schon mit Aminosäuren und so weiter vergossen sind. Und Lachsöl ist drin und alles Mögliche. Aber ihr könnt zusätzlich das Ding noch boosten. Und jetzt suche ich was in meiner Tasche. Ich habe immer mehrere Sachen mit. Ich habe unseren mit. Also wir haben ja auch einen super Lockstoff kreiert, der funktioniert. Oder ihr könnt die Tuben nehmen, die haben wir auch immer zum Verkaufen im Geschäft. Wird es jetzt dann im Shop geben. Das Mega Strike, Striking Bassmasters. Und da ist ganz easy. Dadurch wir da hinten die Öffnung haben, wo wir ja mit dem Haken rein müssen bei den Tuben. Gehen wir jetzt her, schieben die Fransen da zur Seite. Ich zeige euch, wie man das richtig gut macht. So American Style. Und drucken quasi diese Paste. Ihr könnt aber ohne weiteres auch Lockstoff einsprühen. Seht ihr, das kommt dann so aus da. Und hinten in das Lochel, da drucke ich einmal an. Ja, hau die Pasten ein, streife es ab. Mach mal da oben wieder zu. Und jetzt kommt aber erst der richtig wichtige Part. Ihr kennt ja übrigens, Geheimtipp von mir, in diese ganzen Pasten Lockstoff dazu einspritzen mit einer Spritzen und das dann quasi in der Tube verrieren. Da könnt ihr kreativ sein, wie auch immer. Wie gesagt, wir haben einen super Lockstoff entwickelt, der im Shop erhältlich ist und den haben wir wirklich jahrelang testet. Der Hofi und ich, also unsere beiden Erfahrungswerte liegen da in einer Flasche zusammen und das fängt wirklich wie Schwein. Ich habe Kunden in Wien, überall Deutschland, die schreiben und was weiß ich und so weiter. Probiert es, nehmt euch die Chance nicht, schaut, was ist der Unterschied. Also, passt. Und jetzt aber wichtig, dass die von hinten ein bisschen Viere druckt, das heißt, ihr druckt den Korpus ein bisschen flach und schaut wirklich, dass das innen schön haftet, ja, dass das nicht sofort wieder ausgeschwemmt wird. Und das ist jetzt wirklich ein super geiler Vorteil. Was man zu Lockstoffen sagen kann in der kalten Jahreszeit, natürlich Fett, kaltes Wasser und Fett ist nicht so gut. Deswegen sage ich immer, ich, Geheimtipp von mir, verwende jetzt, darum ist auch das Sprühflascherl gut, da muss man halt öfter sprühen, lieber die, wenn das Wasser noch kalt ist, weil sich das einfach im Wasser besser löst. Darum, Korrelation aus beiden, ich habe auch in die Tuben unseren Lockstoff dazu eingespritzt. Ich habe das quasi als Basis genommen, quasi, und unseren Lockstoff genommen, weil sich das wirklich durchsetzen muss. Und wer unseren Lockstoff einmal gekauft hat und angerochen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber, wie gesagt, das hat Unmengen Raubfisch gebracht und gefangen. Jetzt habe ich einen Köder tun, so einfach geht es, wie lustig, und weiter geht's fischen. So, jetzt wollen wir mal da vier. Was jetzt noch wichtig zum Sagen ist, ihr seht ja, wir fischen mit diesen Fluorschnüren oder ich gern oder wie alle eigentlich, wenn ich da mal vorgreifen darf. Da ist es jetzt so, warum sind diese Schnürl so wichtig? Wenn einer sagt, er hat Bammel davor, dass der Fisch das sieht und so weiter, habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder ihr färbt oben am Stall, wenn ihr Stall fischt, mit einem schwarzen Edding die Schnur so 1,5-2 Meter schwarz ein auf, oder ihr bindet so Fluorcarbon zwischen. Oder ihr fischt so wie ich heute durchgehend Fluorcarbon. Ich habe da jetzt so circa 2 Meter Vorfach oder so, dass ich weit weg bin vom Köder quasi, wenn das wichtig ist. Darum habe ich das auch so gemacht. Ich färbe es normal mit einem Edding durch auf, ich fertig, ich tue da gar nicht was herum. Zur gelben Schnur zu sagen oder zu
ist ja wurscht, jetzt pink, gehabt diese Fluorschnüre. Da ist es jetzt so, dass diese Schnüre im Grunde mein Bissanzager zusätzlich sind. Also das, was man die Ruten sagt, ist eins, aber das, was ich in der Schnur sehe, ist was anderes. Wenn ich lose Schnur fische, das heißt, ich wirf den Köder aus und los über Schnur draußen, habe ich den Effekt, dass der Köder wirklich schnell zu Grund taumelt, so wie ein flüchtendes Fischerl zu Boden zischt. Ja? Und wenn ich in dieser Phase einen Biss habe, dann sehe ich in der Schnur, wenn einer Schwimmerfischen kann oder Posenfischen, wie man sagt, dann sehe ich so einen leichten Hocker oder einen Zupfer. Und wenn ich das sehe, muss ich schon heften, weil dann habe ich meinen Biss. Und deswegen ist die Schnur für mich zusätzlich quasi ein Bissanzeiger, den ich immer im Auge habe. Speziell, wenn dann der eine oder andere Petri Jünger viel auf Hecht fischt oder so, ist das ganz essentiell. Ja? Weil die Hecht, du peitscht den Köder daher, du lässt locker und genau knallt er dann der drauf und dann brauchst du eigentlich die Schnur. Natürlich spürst du in der Ruten auch, aber als zusätzlichen Mechanismus bzw. Bissanzeiger, damit du den Anhieb wirklich in der richtigen Zeit zum richtigen Zeitpunkt setzt. Und das ist ganz, ganz spannend. Aber ist natürlich auch beim langsamen Fischen, kann ich ja auch. Das heißt ja nicht, dass ich den peitschen muss. Ich kann den jetzt ganz langsam animieren. Los jetzt da, ich sage einmal, so einen halben Meter Überschnur draußen und habe wirklich die Schnur im Auge. Das heißt, der Köder steigt auf, flüchtet schnell. Halte jetzt die Schnur straff zum Köder hin quasi. Ich halte Spannung, so wie ich es mit einem normalen Gummifisch mache. Segelt der langsam zu Boden. Das heißt, da kann ich schon wieder variieren. Und ihr werdet euch wundern, wie wichtig das ist, das zu wissen und auch zu praktizieren. Weiß, wie gesagt, Fische sind launisch. Und es ist nicht jeden Tag gleich und es ist jeden Tag ein anderer Stil oft erforderlich, um jetzt quasi zum Erfolg zu kommen. Und das macht das Kraut fett, wie wir in Österreich sagen. Und deswegen fische ich gerne die Köder, weil man alles machen kann. Probieren geht über Studieren. Ja, ich sehe gerade da hinten, sind gerade die Hechte am Leichen. Es ist lieb zum Zuschauen, wie die da am Rand nehmen, immer fort aufgekommen und die Leiche abstreichen. Schau, da steht der ganze Hecht aus. Ja, lieb. Ist ja total lieb. Ich muss das jetzt einmal schauen, das müsstest, vielleicht kann man das filmen, ja, für unsere Zuschauer. Gerade. Ah, weg, geh! Ah, hast du das gesehen? Tack! Mei! Ich war zu langsam mit dem Kurbeln. Ich habe mich vergriffen an der Kurbel. Geh! Gesehen? Ganz am Rand. Importante. Ganz am Rand aus die Zwiebeln. Nicht schmeißen, sondern Zwiebeln. Ja, sicher, ne? Das ist immer das. Das ist immer so. Ach Gott, nein. Gebläht. Na, ist das blöd. Fliegst jetzt um mit da, wo ich hin will. Danke, das ist lieb von dir. Das freut mich sowas von. Also, erster Test, Tube Chicks live am Wasser, von uns aus gesehen natürlich. Ihr habt es gesehen, wir haben zwei Fische gefangen, einer ist abgekommen, leider. Absolut gut, ich bin total zufrieden mit dem Resultat. Es ist Winter, es ist Februar, es ist sehr kalt. Ja, und wir schauen, was noch geht. Ich werde mich noch ein bisschen spülen. Ich danke euch fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.